Peggy 18. Danke, wenn Sie aufwachen, also falls Sie jemals, ja, okay. Wenn Sie damit aufwachen, wird das verdammt wehtun. Also der Kopf und alles. Ich meine, Junge, er hat ihn voll in die Fresse gedreht. Also voll, volle Kanne. Also, der wird dann wahrscheinlich schon jahrelang hier Kopf wärmen und so weiter. Eigentlich waren 20.000 Dollar drin. Das ist auch mal was ganz Neues. Dass hier so viel Kohle drin ist. Cool. Geronimo! Ja, perfekt. Super abgerollt, Way. Super. Du bist es. Was? Ich hatte einfach gerade voll Bock auf den Kick jetzt. Tut mir leid, Kollege. Tut mir leid, ja. Tja, was soll's? Einfach mal hier warten. Einfach mal warten. An nichts Böses denken und dann einfach kommt hier von der Seite irgendein krasser Chinese, dann ja ein Chinese, und da gibt er einfach mal mit seinem Fuß einfach mal so einen richtigen Bro-Kick, was für nicht, einfach mal so einen richtigen eingesprungenen Superkick. Das braucht auch nicht jeder. Hier hinten nochmal hier ein Scheiße hier. Ein Gang-Kack. Gut, also kann jetzt sein, dass Wei irgendwie nie müde wird oder so, weil der kann durchgehend laufen. Das ist krank. Nicht schlecht. Jo, was geht ab? Warn! Ich wollte eigentlich den Ringer, aber okay. Hau ab! Ich brauche jetzt nicht. Aber deinen Kollegen. Oder deinen Kumpel, was auch immer, mir egal. Was? Und gute Nacht. So. Was willst du von mir? Zack, einmal. Zack, zack. Zack, 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 zack. Was? Was? Zack. Es ist so einfach. Wumm! Na komm! Show me what you got! Zack! Und zack! Ins Knick! Entweder voll in die Fresse oder voll ins Knick. Tja, ohne voll in irgendwo hin geht nicht. Geht anyway nicht. Der hat so viel Power in den. Ne, er hat eigentlich Power. Man sieht es aber eigentlich gar nicht. Sozusagen ist er nicht so trainiert. Aber er kann halt episch geil kämpfen. Okay, er kämpft ja auch nicht auf Power, er kämpft ja eher mit den Kicks und so weiter. What do you want? I got cheated again. Don't break Cho was losing to me, but he had a friend run me off the road. Guy was driving a big truck, he almost killed me. Will you help me? Someone needs to straighten him out. Again? You sure you didn't just lose? I swear. Okay. Aha, Wei hat auch schon den Verdacht, dass er uns nur verarschen will. Aber gut, ich nehme mal dein Bike, wenn das dein ist. Weil das lächelt mich so an. Gut, das ist jetzt eine kleine Minifahrt. Nein, nicht Minifahrt, es ist eine fucking Fahrt. Eine lange Fahrt, theoretisch. Wenn ich hier mal Gas geben könnte, richtig, goddammit. So, come way. Aber hier zum Schluss muss man dann genau aufpassen, weil das Navi, das sagt einen dann den falschen Weg ein bisschen an. Da habe ich beim ersten Mal habe ich das richtig verkackt. Dann dachte ich mir, hä, da kann ich ja gar nicht, da komme ich ja gar nicht zu dem Penner. Und jo, es hat einfach komplett falsch angezeigt, wo man hier reinfahren muss. Das heißt, jo, ich zeige euch jetzt eh, wo man richtig fahren muss. Wenn ich selber noch genau weiß, aber ich glaube schon. Ja, doch, komm hin. Aber ja, ist schon ein bisschen merkwürdig, ne, dass dieser Kollege immer wird er gecheatet und immer wird er auch auf die Fresse kriegen und immer verliert er. Tja, es könnte ja auch mal sein, dass er einfach normal verloren hat. Oder stimmt es wirklich, dass die Penner so unfair sind? Ich kann es mir auch vorstellen, weil ich bin ja selber auch schon reingefahren hier in dem Spiel und es war nicht so fair. Obwohl, ja, zu mir war eigentlich so kein unfair so ein bisschen. Auch nicht dieser Ace, oder wie nicht dieser Ace, dieser andere Affe, dieser Hotshot. Einfach dem müssen wir auch nicht diese Kacke hier fertig machen, genau. Das ist ja die einzige Mission, das ist die einzige richtige Mission. Triadmission haben wir jetzt im Moment nicht, die müssen wir uns ja erst erholen noch hier. Wegen dem Massaker von der Hochzeit. Das war nicht schön. Aber ich muss dazu sagen, es war auch eine meiner Lieblingsmissionen, weil sie einfach so. Also es war theoretisch einfach. So, hier aufpassen. Hier würde. Der Name zeigt hier ein. Zeigt hier rein. Aber man muss hier reinfahren. Weil hier kommt man dorthin. Aber ich glaube, man kommt von der anderen Seite vielleicht gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber hier muss man rein, hier kommt man hin. Perfekt. Alter, die Fresse, ihr fahrt! Die Fresse, hier, komm. Ja, ich bin der, was hier
Oh, der Auto ist die ganze Zeit zerschrottet. Das werde ich jetzt auch mal machen. Ich bin nicht bescheuert, Kollege, aber du. Ja. Fahrer der Rennwagen verprügeln. Ach, ihr seid die ganzen Fahrer. Ach so, ich dachte, ich habe euch schon... Hä? Letztes Mal, wo ich die ganzen Wagen hier verprügelt habe, da sind ja auch welche Besitzer gekommen. Und die habe ich dann ja auch verprügelt. Und wer seid ihr denn? Das, was soll's? Muss ich nicht verstehen. Zieh dich jetzt nicht so. Kommst halt noch einen in die Schnauze. So, hier. Rein. Und du. Bam. Okay, dann nicht. Okay. Und du kommst hier. Warts. Bam. Aber echt. Schwein. So, und der Rennwagen wird zerstört. Zack. Das ist alles. Ein fucking... Mann, wait, beim letzten Mal hast du viel, viel mehr herumgebrezelt. Habe ich keine Sorgen, oder? Ja. Komm schon. Mach die Scheißkarre kaputt. Komplett down. Down soll sie gehen. Einfach richtig down. Ich will die Motorhaube komplett fertig machen. Ja, Mann, so sieht's aus. Nein. Da ist noch ein Glas, perfekt. So sieht es aus. So sieht es aus. Das passiert, wenn jemand Waze Kumpel verarscht. So sieht's aus. Schönes Ding. Okay. Nennen wir noch was? Polizeiliche Ablenkung, okay. Und da Rattenfänger. Ich glaube, das ist fast die gleiche Mission. Sie heißt anders. Ey, au. Bevor wir jetzt hier losfahren, Mucke. Ey, ich glaube, läuft nur Werbung. Was ist denn hier da für eine Scheiße? Oder Nachrichten. Sonst läuft immer so geile Mucke. Ja, ich wette. Ich wette, wenn wir beim Ziel angekommen sind, gibt es eine geile Mucke. Wette ich. Weil jetzt haben wir da so eine lange Fahrt und wahrscheinlich, ich wette einfach mal. Ich wette auf meinen Kanal. Nee, auf meinen Kanal, der ist mir zu wichtig. Ich wette einfach, scheiß drauf, ich wette auf gar nichts, aber ich wette, ist auch geil. Aber ja, es stimmt sicher, wenn wir da angekommen sind, kommt eine geile Mucke. Und jetzt ist gar nichts, einfach nichts. Ja, der Live, super. Aber ich meine, es ist wirklich eine geile Mucke. Ich kann auch mal laut stellen hier. Nein, ich will laut. Wir stellen ihn ja nochmal laut. Ah, so. Du Idiot, ich wollte springen, du Vollidiot vom Scheißdienst. Du Judas! Mann, du kotzt mich an, der Typ. Ich wollte so einen epischen Sprung machen, aber nö. Der muss ja herumgucken wie der letzte Idiot. Penner. Schweinerei ist das doch hier, Alter. Alter, ihr Beschiss, Betrug. Hab keinen Bock mehr. Das hat Play abgebrochen, alles betrügen hier, vergiss es. Ne, Quatsch. Okay. Ich könnte eigentlich mich auch mal kurz umziehen oder halt duschen, aber was soll's. Weil wir waren ja gerade hier beim Apartment in der Nähe. Habe ich gerade zufällig gesehen, aber... Wayne. So, what? Achtung! Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe jemanden... Jetzt reicht's. Nee, komm, jetzt nicht. Wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, dann okay, aber... Sag mal, willst du mich verkohlen? Ich will hier die Mission machen, hallo. Mach die Mission. Goddammit. Wenn wir nächstes Mal nach Hause fahren wollen und dann kommen wir zufällig dort vorbei, dann machen wir das Ding, aber jetzt nicht. Weil ich will ja nicht nach Hause, noch nicht. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Aha. 7 Uhr, das heißt, es ist jetzt sozusagen, ja, in der Nacht. Das heißt, warte mal, was heißt das jetzt? AM ist in der Nacht. Ja, wie soll ich mir das jemals merken? Das kann sie ja keiner merken, das ist ja bescheuert. AM ist in der Nacht und PM ist in der Früh, warte. Bescheuert oder was ist hier los? Wer bitte kann sich das merken? Es gibt auch keine Eselsbrücke so, oder was ist hier los? Naja. I don't fucking know. Alter. So. Ah ne, das ist die Mission, es ist so ähnlich, aber es ist doch ein bisschen was anderes. Die Mission ist auch geil, das ist so parkourmäßig. Ah, schön. So, erstmal hier rein. Hier kommt man rein, genau.
Weil die Tür scheint ein bisschen realistischer aussieht als die anderen, weil die anderen so verpixelt sind und deshalb merkt man, dass man hier rein kann. Und auch in der Minimap. What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. The bastards called the cops for protection. Can you distract them? Alright. Kann sein, dass du mal voll in die ins Auge gekommen bekommen hast, weil du so ein Glasauge hast oder so. Kann sein. So, ganz danke, jo, und ihr Wichser! Ja, ja. Ihr könnt mir mal hier fotzen. Kommt ihr hoch? Hä? Wie lange denn noch? Seid ihr scheiße drin? Ey, ihr Penner! Also, muss ich halt dreimal werfen, was soll's. So, komm, hoch. Und zack. Ich liebe solche Missionen, wo man Parkour machen muss, weil ich es einfach kann. Aus dem Weg. Juhu. Richtig geil. Komm schon. Jump, jump. Zack. Jo, was geht ab? Ich bin weg. Ich bin so gut wie weg. Danke mal, hast mir das Leben gerettet. Kein Thema. Kein Thema. Wenn ich Kohle dazu bekomme oder eine nächste Stufe, natürlich nicht. Wäre auch Quatsch. Mann, Alter. Aber ich bekomme 2000. Das ist nett. Sehr schön. Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Ich kann es mir nicht verkneifen, Mann, Alter. Einfach. Was? Es tut mir leid, Kollege. Es tut mir echt leid. Komm, ich lass. Nee, ich lass dich. Tut mir leid. Tut mir leid, Mann. Leute, was? Ein ganz kranker Typ. Alter, er bekommt eine richtige richtigen Fuß ins Gesicht. Kommt auch noch mein Hinterkopf zu der Wand. Er kommt auch noch zu der Wand. Und er will mich trotzdem noch eine fotzen. Das ist. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Eigentlich nicht, aber okay.